Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klamm, Saberort. Die Tage werden länger, das Wetter ist klirrend kalt, richtig. Zitternd, bippernd kalt. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wenn Sie nicht unbedingt mit dem Auto auf die Straße müssen, im Winter empfiehlt es sich oftmals, das Auto am besten gleich ganz stehen zu lassen. Denken Sie an die Winterreifenpflicht, die ja jetzt dank deutscher Bundesregierung zur Sicherheit aller Menschen beschlossen wurde, auch wenn es 300 Euro zusätzlich kostet, 400 Euro, je nachdem, in welcher Region von Deutschland sie leben. Zeitweise durch die Winterstürme bei klirrenden 20 Grad minus muss ich auch in der Buchtour pausieren. Und dennoch gilt es schon vorzubereiten, in wenigen Tagen ist dieses Jahr 2010, das ja in die Geschichte Deutschlands als das Jahr der Agenda 2010 eingehen sollte, vorüber. Es sind nur noch knapp 30 Tage, dann heißt es schon wieder Januar 2011. Oder besser gesagt 2011. 2011, und dann werde ich natürlich auch die Buchtouren fortsetzen. Und gerne komme ich auch zu Ihnen, um von den Projekten und von der Arbeit aus 25 Jahren als Journalist, als Rundfunkjournalist, als Autor, als Schriftsteller zu erzählen. Und vor allen Dingen, was es mit dem Projekt Independent Broadcasting Service Liberty auf sich hat. Independent Broadcasting Service Liberty hatte ich 1986 gegründet. Damals war ich gerade 18 Jahre jung, wer rechnen kann. Ich bin am 6. Februar 1968 in Ludwigshafen am Rhein, in Rheinland-Pfalz, in der Pfalz, im Rhein-Pfalz-Kreis wohne ich heute, aber damals in der Stadt Ludwigshafen am Rhein geboren worden. Im Rhein-Pfalz-Kreis lebe ich übrigens nur noch mit dem Zweitwohnsitz seit 2006. Ab und an besuche ich aber meine Mutter und die lebt im Rhein-Pfalz-Kreis. Meine Wahlheimat seit 2006 ist London. Und dennoch führt mich die Arbeit als Rundfunkjournalist, als Journalist und auch als Gesundheits- und Krankenpfleger mit Staatsexamen aus dem Jahr 1993 und als Autor, als Buchautor und auch als Schriftsteller, als Nachrichtenkorrespondent, als Verleger und als Herausgeber internationaler Medien wie British Newsflash Magazin, MJB Mission News, immer wieder auch nach Frankreich. Aus dem Land kommt mein Großvater, das wissen einige Menschen, die meine Bücher gelesen haben oder auch einen Teil meiner Beiträge gelesen haben. Und natürlich auch nach Good Old Germany, in das gute alte Deutschland, das ja doch schon eine ganze Geschichte aufweisen kann, im Vergleich zur amerikanischen Geschichte schon einige Jahrhunderte mehr als zur jungen amerikanischen Geschichte von knapp 300 Jahren. Zu den Buchtouren, die setze ich natürlich im Frühjahr fort, das ganze Jahr 2011. Wenn Sie mehr über die Buchprojekte, über insgesamt 6 Bücher wissen wollen, Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters and Liberty and Peace and Media, Amy Goodman and the Freedom of the Press, Excellent Journalists and Extraordinary Times. Das sind beispielsweise 2 von insgesamt 9 veröffentlichten und geschriebenen Büchern. Wer je schon selbst ein Buch geschrieben hat, und ich weiß, es sehen auch viele Leute zu, die haben auch schon mal ein Buch geschrieben, die wissen alle aus Erfahrung, egal bei welchem Verlag auch immer so ein Buch erscheint, sei es bei der Zeit, sei es bei Spiegel, sei es bei anderen Verlagen, sei es beim BOD-Verlag in Norderstedt, da ist dieses Buch erschienen. Ob groß oder klein, es ist richtig viel Arbeit. Im Grunde, im Schnitt haben meine Bücher mehr als 200 Seiten. Nicht alle, aber diese schon. Dieses Buch beispielsweise hat 272 Seiten. Es ist in englischer und deutscher Sprache geschrieben. Das hat natürlich auch seinen guten Grund. Wer mein Engagement seit 1986 kennt, und es gibt Gott sei Dank noch einige Zuschauer, die kennen das auch noch, seit 1984, mit Beginn im offenen Kanal, die wissen, dass ich ihm aufgrund der familiären Bindung
mein Großvater ist ja französischer Staatsbürger, vermisst seit 1945, suche ich Hedi Sabaoth. Letzter bekannter Aufenthaltsort ist Kaiserslautern in der Pfalz. Er war dort als französischer Offizier, Lieutenant, in Kaiserslautern stationiert, 1945. Und schon im August 1945 wurde meine Großmutter Martha Meyer, später heiratete sie noch einmal, deshalb Martha Kollack, schwanger. Also nur knapp 4 Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und seither suche ich meinen französischen Großvater und deshalb sind meine Bücher immer zweisprachig geschrieben. In englischer und deutscher Sprache und ab und an auch in französisch-englisch-deutsch. Grund: internationale Völkerverständigung. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, sagt schon viel aus. Freiheit und Frieden jetzt, Menschenrechtsreporter. Das ist übrigens auch die Internetadresse und dort finden Sie auch einige Informationen und natürlich auch schon wieder aktuelle Beiträge. Liberty and Peace Now.org. Liberty and Peace Now.org. Im Internet, dazu gibt es dann weitere Informationen, nützliche Informationen, auch die für den praktischen Alltag, auch in der Menschenrechtsarbeit, sinnvoll sind. Menschenrechte gilt es zu pflegen und zu erhalten und vor allen Dingen natürlich auch entsprechende Fortbildung zu machen. Wenn Sie in Deutschland fragen, Menschen, was steht beispielsweise im Artikel 18 oder 19? Viele Menschen wissen das nicht. Obwohl wir täglich über Menschenrechte sprechen, sei es mit Zensurgesetzen, sei es mit geplanten Jugendmedienschutzgesetzen, die sind wichtig, ohne Zweifel. Und dennoch ist natürlich auch wichtig, die allgemeinen Menschenrechte nicht zu beeinträchtigen und schon gar nicht zu verletzen. Und deshalb finden Sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in englischer, französischer und in deutscher Sprache. In meinem Buch Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, damit wir nicht nur über Menschenrechte sprechen, sondern natürlich auch Menschenrechte als Bildungsangebot erhalten und natürlich auch zum Nachlesen haben, eben schwarz auf weiß. Einen ganz wichtigen Artikel will ich mit auf den Weg geben. Artikel 19, was ja zum Teil auch im Grundgesetz des Artikel 5 wiederzufinden ist. Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedanken gut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Ein Artikel, wie ich meine, den jeder Journalist, jeder Medienmacher, jeder Verleger, jeder Herausgeber kennen sollte und wissen sollte. Und nicht nur wir Journalisten, nicht nur Autoren und Schriftsteller, nicht nur Medienmacher, sondern natürlich auch jeder Leser. Artikel 19. Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedanken gut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Und das Schöne an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gilt universell an jedem Ort. Vielleicht sind Sie etwas informiert, vielleicht auch weniger informiert. Sie finden noch Informationen zur Anti-Folter-Konvention in meinem Buch. Die Anti-Folter-Konvention wurde am 26. Juni 1987 relevant. Dort trat die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen in Kraft. Und wurde auch am 6. Oktober 1988 in Griechenland ratifiziert. Es lohnt sich, die Bücher zu lesen. Und wenn es so kalt ist wie jetzt, dann lohnt es sich vielleicht auch,
in den Wintertagen mal wieder zu guten Büchern zu greifen. Und ich gehe davon aus, und ich bin mir auch sicher, dass von meinen insgesamt 9 veröffentlichten Büchern das eine oder andere gute Buch auch für Sie dabei sein wird. Sie finden diese Bücher auch bei Amazon.de, bei Amazon.com und bei Amazon.fr. Da können Sie Bücher online bestellen. Sie können natürlich auch in jede Buchhandlung gehen und können nach dem Buch Liberty and Peace Now, Human Rights Reporters von Andreas Klamm fragen und das Buch bestellen. Ich sage Ihnen auch noch die ISBN-Nummer. Das ist die 978-383-707-2443. Ich sage Ihnen nochmal die ISBN-Nummer zum Mitschreiben. 978-383-707-2433. Mathematik war nicht meine Superstärke im Schulunterricht. Das übrigens ist die Kollegin Amy Goodman. Sie hat im Jahr 2008 den Right Livelihood Award erhalten. Ich lade Sie ein zum Lesen meiner Bücher und natürlich auch gerne komme ich in Ihre Stadt, in Ihre Gemeinde, in Ihr Gemeindehaus, auch ins Vereinshaus. Und wenn Sie mich zu einer Buchtour einladen möchten, buchen wollen, dann können Sie das über unser Journalistenbüro in Deutschland gerne machen. 06236 41 6802 ist die Telefonnummer. 06236 41 6802 ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine E-Mail radiotvinfo.org. Dort finden Sie die E-Mail-Adressen aufgelistet. kontakt@radiotvinfo.org. So heißt die E-Mail-Adresse. Kontakt, ganz einfach zu merken, @radiotvinfo.org. Ich würde mich freuen, vielleicht auch demnächst in Ihrer Gemeinde, sei es im Rhein-Pfalz-Kreis, sei es in der Nähe von Heidelberg. Viele Grüße auch an die engagierten Menschen von Save Me Heidelberg an dieser Stelle. Sei es in Norddeutschland, Ostdeutschland, Nord, West, Süd. Ich reise in alle Himmelsrichtungen mit Auto, Bahn und Bus und freue mich vielleicht auch auf ein persönliches Kennenlernen. Das ist möglich. 06236 41 6802. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr 2011 und hoffe, dass wir uns vielleicht im Jahr 2011 bei der ein oder anderen Buchtour begegnen können und dürfen. Ihr Andreas Klamm, Sabaot. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal.